Willkommen zurück zu Borderlands 2. Jack hat gerade angefangen zu reden und wir hören uns jetzt fertig an, was er zu sagen hat. Your kind have corrupted Pandora with your greed and your hatred. It comes down to me to save this world from your kind. But I'm more than happy to do it. So, wenn man jetzt überlegt, welche Gier war wirklich der, das zerstört wirklich Pandora gerade, eigentlich ja seine Gier nach Iridium und nach dem Warrior. Aber schon geil hier mit der Lava und da ist Lilith. Ah, es gibt nochmal eine Travel Station und es gibt nochmal Shops. Die Shops finde ich jetzt ganz wichtig. Das ist auch schön hier, dieses Gebiet, hier passiert nichts. Das ist einfach nur nochmal eine Stimmungsmache. Mit Erdbeben und Gängen, wo wirklich nichts los ist. Restricted Areas. Und wo geht's weiter? Bin ich jetzt blind? Ach. Ja, bin ich. Ich musste jetzt weg, bevor eine. Okay, es hat keine Decke. Ich wusste jetzt nicht, ob der Lift eine Decke hat, aber die hätte mich zerquetscht. Und das wäre doof gewesen. Okay, volle Munition. Passt auch. Ich glaube, die Pistole muss ich nachfüllen. Den Fibber. Was habe ich denn da? Ah ja, ich habe noch einen Raketenwerfer. Das ist schön. Das ist eine One-Way-Station. Wenn ich die benutzen würde, dann könnte ich mich nicht mehr in den World of the Warrior reinporten. Also müsste ich das vorige Gebiet nochmal machen. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme noch eine Folge auf. Also starten in dem Gebiet kann man, aber wenn man dann rausgeht und so, das ist dann alles immer ein bisschen blöd. Und was ich auch sehr schön finde an diesem Gebiet, es gibt keine Musik. Kein Ton. Nichts. Einfach nur Stille. So, Lebenspunkte auffüllen. Schildcheck. Ne, okay. Und wir bleiben mal auf dem Raketenwerfer. Aber wenn die Quest heißt Find Check End This, dann. This is where it all ends. Once Lilith here charges the key, I'll control the warrior and wipe you bandits off my planet. When you get to hell, tell your Vault Hunter friends I said hey. Okay, er droht uns ein bisschen. Die Rack, die da rumfliegen, sind übrigens nur aus einem Grund da. Wenn man gleich in den Fight for My Life-Modus kommt, hat man einfache Ziele, mit denen man wieder rauskommt. Hallo Lilith. Das sieht nicht gesund aus, was du da tust. Hallo Jack. Ach, das kam zuerst. Ja, das kam zuerst. Right on time. Key's nearly ready. But before I cleanse this planet for good, I'm gonna avenge my daughter. So, kurz Pause reinmachen. Jack hat ein paar Talente, die insgesamt den Vault Huntern entsprechen, die man in Borderlands 1 hat. Oder zwei? Also auf jeden Fall vier Talente, vier Vault Hunter. Also das sind hier, das ist gerade das Ding von Miss Lilith gewesen, die Teleportation. Dann hat er eine Unsichtbarkeit von Zero, eine Turmbeschwörung mit Schild. Und das war Jack. Vault Key, verdammt. No! The key is charged! I'm not dying yet. Fluff. You're too late, Bandit! I win! Schaut euch das Blut an. The greatest helium power Pandora has ever seen. And it's my control! Warrior! Warrior!
So, was hat er gedroppt? Nichts Besonderes. Aua, Flava. Ich fange mal an, indem ich ein paar Raketen abschieße. Oh oh, Lava's Rising, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nicht, wenn ich gerade durch die Luft geschleudert wurde. Wo ist er? Da ist er. Die Brust ist übrigens seine Crit-Stelle. Man kriegt Badass-Ranks, wenn man die Crit-Stelle nicht benutzt. Lebenspunkte. Oh, hallo Crystalisks. Die gibt's auch noch. So. Ich habe ein paar Mal die Crit-Stelle schon erwischt. Wollte ich ja, wie gesagt, auch... Also in dem Kampf wollte ich jetzt nicht drauf achten. Ich habe ihn schon mal gemacht, ohne die Crit-Stelle zu erwischen, soweit ich weiß. Hauptsache, wir machen ihn. Das Schöne ist halt, mit der Fipper machen wir da eigentlich ganz gut Damage. Oh ja, wir machen ganz gut Damage. Ich stehe safe. Ich stehe hier eigentlich ganz safe. Ah. Hep. Hep. Das Schöne ist, bei denen reichen zwei Schläge. Warrior, Warrior, Warrior. Ah. Da ist er. Es ist halt schön, wenn man dem in die Brust schießt, dann lässt er immer recht schnell die Brust will er wieder reparieren. Und sobald er die Brust reparieren will, ist er in der Lava und kann keinen Schaden machen. Und der einzige Angriff, den er benutzt, fast, ist, ein paar Feuerbälle und Look out, the lava's rising. Das sind die einzigen zwei Angriffe, die er verwendet gerade. Und das ist ein schöner Deadlock. Oh, da waren Feuerbälle. Ich glaube, in seinen Mund kann man auch schießen, aber das ist mir egal. Moment. So, jetzt kackt. Er kackt erstmal Drops. Die schauen wir uns nachher in Ruhe an. Holy badass. I think you killed it. Never hurts to make sure though. Hit the button on the moonshot console. Und Button. Rums. Irgendwas Orangenes? Irgendwas Orangenes? Dying Handsome Check. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jack fängt jetzt gleich an mit einer Rede. In der Zeit kann ich ihn erschießen. Oder ich warte seine Rede ab und am Ende bringt Lilith ihn um. Es gibt viele Spieler, die sagen, Lilith sollte Genugtuung haben, es zu tun. Aber wir haben uns ja extra Rolands Waffe bewahrt. Wir haben extra Rolands Waffe ausgerüstet. In Memoriam of Roland werden wir Jack mit Rolands Waffe töten. Aber ein bisschen Dialog hören wir uns an. Wasp? Stirb einfach. Wir haben eine neue Maske. Pick up. Ich will noch nicht den Key benutzen.
Ich will erst alles einsammeln, was sich hier noch so findet. Vor allem will ich... Ich hoffe, dass irgendwo was Orangenes rumliegt. Ah, lila Raketenwerfer ist auch schön. Weil, wenn hier was Orangenes... Das ist nicht die, die ich gedacht habe. Ah, der Warrior hat die Chance auf eine echt extrem geile Waffe. Aber was die macht, weiß ich jetzt nicht. Das muss ich nachschauen. Borderlands 2 Volcano. Volcano ist Legendary Sniper Rifle. Ach, Warrior, doch. Decreased Damage and Elemental Effect Chance. Splash Damage. Nein. Das schade, also schade finde ich. Der Warrior hat die Chance, die Conference Call zu droppen. Die wäre geil gewesen. Aber gut. Ich nehme auch vorerst eine Legendary Sniper. Wobei wir die wahrscheinlich nicht verwenden werden und ich die auch bald austauschen werde. Ich weiß genau, durch welche Sniper ich die austausche. Es gibt nämlich eine im ersten DLC, die will ich haben. Na. Ich glaube, die Chance auf zwei Legendaries existiert nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Legendary mehr, als ich bei meinem ersten Durchspielen hatte. Ich nehme mal grüne Sachen und Iridium vor allem mit. Also, ich fange mit natürlich mit den wertvolleren Dingen an, aber dann nehme ich grün. Die weißen lasse ich einfach liegen. Zack. Da ist noch was Grünes. Da ist noch Geld. Da ist noch Geld. Ja, ich glaube, das war's jetzt soweit. Da ist noch Iridium. Das ist halt, dass die Drops, die werden so im Gebiet verteilt, dass man froh sein muss, wenn man alle hat. Wenn man alle gefunden hat. Da ist noch was Grünes. Zack. Wie viel Platz habe ich noch? Ich muss mal vergleichen. Die macht halt Feuer. Aber die Blitz macht viel mehr Schaden. Wir bleiben bei unserer Blitzsniper. Ich glaube, ja, das war's. Okay, wir lösen das aus. Wait a sec. Let me. You don't want to touch this thing right now. Guck mal im Hintergrund. Guck mal da. Slow down, man. I nearly bought it back there. Hey, Lilith. Where the hell were you guys 5 minutes ago? If it weren't for the Vault Hunter, we'd all be dead. I think that's her way of saying we won. Figured that. If I never see this key again, it'll be too soon. It's been fun, you alien piece of shit. What the? Eine Karte. Galaxiekarte. Und in der Galaxiekarte werden mehrere Sonnensysteme und da Planeten markiert und alle mit Worlds. Worlds? You know what that means. Yeah. No rest for the wicked. Borderlands 3 ist angekündigt. So, und dieses Lied, solche Lieder muss ich abbrechen, nicht, dass ich Copyright mache. So, wir haben den nächsten Schwierigkeitsgrad freigeschalten. Schwere Endgegner, bessere Belohnung, schwere Gegner, bessere Belohnung. Die Sache ist, wenn ich jetzt den Modus spielen würde, ach, ich hätte übrigens hier Munition noch auffüllen können. wenn ich jetzt den schweren Modus spielen würde, dann würden die Quests gerade so skalieren, dass sie einfach auf dem Schwierigkeitsgrad einen bestimmten Level haben. Wenn ich dann den zweiten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe, dann kriege ich den letzten Schwierigkeitsgrad. Das skaliert alles auf mein derzeitiges Level an Belohnungen. Und der zweite Schwierigkeitsgrad, die Questbelohnung, die ich nach dem Durchspielen einsammle, skalieren auch auf meinen Level. Also ganz komisch, aber es funktioniert. Wir haben aber was ganz anderes vor. Wo sind wir denn hier? Wir sind über Iridium Blight. Dann gehen wir mal da runter.
Hui, Landung. So, wir haben was ganz anderes vor. Und zwar wollen wir jetzt DLCs spielen. Na, muss man leider zu Fuß gehen. Wir werden jetzt in die DLCs gehen. Und zwar in der Reihenfolge der Erscheinung. Des Erscheinens, so rum. Und ich werde wahrscheinlich, ähnlich wie ich es bei meinem ersten Durchspielen gemacht habe, die DLCs auch nicht ganz 100% spielen. Außer, und das ist die eine Ausnahme, und das wundert vielleicht ein paar Leute, den ersten DLC. Also es gibt vier größere Story-DLCs und es gibt vier kleinere DLCs. Die kleineren, die kann man fast nur 100% machen, weil da einfach nicht so viel ist. In den großen, da sind halt wirklich, das sind große Teile mit mehreren Karten und Wegen und keine Ahnung. So. Erstmal hier durchkämpfen. Oder auch nicht. Hallo Exploder. Meine Fresse. Jetzt sind hier noch Skags. Nee, Rack. Sollen die untereinander kämpfen? Wir hauen ab. Genau, die Story-DLCs werden wir, die großen Story-DLCs, werden wir nicht ganz 100% spielen vielleicht. Vor allem der, der zweite und der dritte, den zweiten und den dritten nicht. Der erste und der vierte, die sind so absolut gut, dass ich die auf jeden Fall so viel wie möglich spielen will. Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Und zwar erstmal nach Sanctuary. Frostburn Canyon, egal. Genau. 1 und 4 werden wir komplett spielen. Vermutlich. Oder fast komplett. 2 und 3 nicht. Hat für mich persönliche Gründe. Moment, war da gerade eine Quest? Da ist eine Quest. Hat für mich persönliche Gründe. Ich finde 2 und 3 einfach ein bisschen langweiliger. und dann werden wir die kleinen DLCs spielen. Und die kleinen DLCs, die, wie gesagt, gehen fast nur 100%. Und das wird dann eben das nächste sein, was wir tun. Ich verkaufe jetzt mal alle, auch die Favoriten. Den Raketenwerfer nicht, den vergleichen wir mit unserem jetzigen. Resistenzen, Schild, Cooldown brauche ich nicht. Assassin Melee, nein. Assassin Pistol Shield, nein. Wasp Bandit Customization. Shock Transfusion, nee. Lob Transfusion auch nicht. Ich benutze meine Singularity Granate. Und wir tauschen den Raketenwerfer, wie gesagt, nicht aus. Ich, auch wenn ich Murphs mag, aber die Singularity finde ich gerade ganz gut. Dann kommt der weg und die weg. So, was haben wir derzeit für ein Relikt? Mehr Health. Ich finde gerade die Schildkapazität besser. Muss ich sagen. Weil Schilde regenerieren und damit habe ich potenziell mehr. So, und jetzt noch den Wasp aktivieren. Und wir benutzen einen anderen Skin. Einen anderen Head. Und zwar haben wir jetzt Handsome Jack's Mask. Das muss einfach dann sein. Und da will ich auch eine einigermaßen passende Farbe. Habe ich ein Hyperion Set? Ja. Wir sind jetzt Hyperion Zero. Dann gehen wir noch Munition kaufen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht getan, weil ich beim Waffenladen war. Dann hüpfe ich den Leuten auf den Kopf. Genau, und das nächste Mal, ich werde es dann auch im Videotitel hoffentlich entsprechend ändern. Ab dem nächsten Mal spielen wir dann, wie gesagt, DLCs. Und wir fangen mit meinem Zweitliebsten an. Das kann ich auch schon mal ankündigen. Okay. Leeres Inventar, so selten dieser Anblick.
Fibber kann ich dann wegmachen. Ich hätte die andere benutzen sollen. Egal. Iridium brauche ich jetzt nicht einsetzen. Ah, wir können die Quest noch angucken. Die können wir garantiert nicht alleine. Das kann ich euch auch sagen. Hab ich schon. Ist es die Quest, die ich denke? Level 50. You will die, seriously. With the warrior defeated and Jack lying in a pool of his own blood and fecal matter, you might think Pandora is safe. You are wrong. I've built a seismograph out of rusty metal and mucus, and it tells me that a creature of considerable power has awakened somewhere on Pandora. You will destroy it, of course. I hope you have the iridium necessary to access its lair. Ja, man braucht Iridium, um zum Raid-Boss zu kommen. Das machen wir aber nicht, wir gehen nicht zum Raid-Boss. Level 50, nein. Was wir machen werden ist, was haben wir denn? Orchasm, Round 2, Slaughterhouse, Iridium Blight. Wir haben alles außer diesen drei Quests erledigt. Und dem Raid-Boss. Weil jetzt sehen wir alle Quests, die offen sind in allen Gebieten. Genau, was wir machen werden ist... Ich muss jetzt gucken, welches ist es denn? Arid Nexus 9, Opportunity, Iridium Blight, Heroes Pass, Digistruct 9. Oasis. Hier werden wir anfangen. Hier oben werden wir anfangen. Das nächste Mal mit unserem DLC-Besuch. Ja. Wenn euch gefallen hat, dass wir den Warrior besiegt haben und Borderlands 2 durchgespielt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.